Hallo lieber Steinbock, hier kommt dein Kartenreading für den Sommer 2023. Schön, dass du hier bist. Ich bin Denise, die Karten sind gemischt und wir legen gleich los. Dieses Kartenvideo ist für dich, wenn du den Steinbock hast im Sonnenzeichen, Aszendent und/oder Mondzeichen oder vielleicht schaust du auch quer für jemanden, der den Steinbock irgendwo präsent in seinem Geburtschart hat. So oder so, herzlich willkommen. Du weißt natürlich, es ist eine allgemeine Kartenlegung hier, diese öffentlichen Kartenlegungen auf YouTube, auf, wo bin ich noch, Instagram, TikTok. Also ich bitte dich, so ein bisschen achtsam mit den Botschaften zu sein. Hast du das Gefühl, sie geben dir Klarheit, sie bestätigen dir etwas, sie haben was mit dir zu tun, dann nimm die Botschaften gerne für dich an. Wenn du aber das Gefühl hast, du musst dir hier viel hindrehen, dann ist es nicht passend. Dann schau in das Video zu deinem Aszendent oder Mondzeichen rein. Hör auf, es ist so, dass die Botschaften auch da drin stecken können, je nachdem, in welcher Lebenslage du dich gerade befindest oder mit welchem Thema du gerade beschäftigt bist, lieber Steinbock. So, das gesagt, legen wir los. Wenn dich interessiert, welche Kartendecks ich benutze, die findest du unten in der Infobox unter diesem Video aufgelistet, auch alle meine Links. Wenn du ein persönliches Kartenreading haben willst, alles da. Und wir haben für dich den Hierophant als Haupt Botschaft, also können wir ja mal hinschauen, was da so an neuen Wahrheiten vielleicht auf dich zukommen kann. Sag mal, ich habe irgendwie einen Frosch im Hals heute. Entschuldige. Und es geht darum, irgendwelche Dinge zu beenden, zu verbessern, zu ableveln, aufs nächste Level zu bringen. Da, wo du bist, da, wo du warst, ist alles in Ordnung. Und gleichzeitig ist es dir vielleicht ein bisschen langweilig geworden, ein bisschen fad geworden. Also guck mal hier diese Lebensfreude in dieser Karte, dieses Strahlen, dieses Leuchten. Das ist da nicht mehr, wo du jetzt gerade bist. Und jetzt geht es darum, mal zu überlegen, okay, das da, wo ich bin, was ist da toll, aber was ist da auch irgendwie langweilig, fad, wie auch immer, und das Ganze mal zu drehen. Und hier sehen wir, ne, geht hier der Sonne entgegen, also diese Lebensfreude, diesen Spaß, diese Farbe wieder zurückzuholen. Also wo ist dein Leben so ein bisschen wie so ein Grauschleier und wo bedarf es wieder mehr Farbe, mehr Aufregung, mehr Spaß, mehr Spannung, mehr Spiel, mehr Abenteuer? Und da kommt so eine Aufbruchsstimmung daher. Und wahrscheinlich hast du die Zeichen dafür schon eine ganze Weile bemerkt. Wahrscheinlich sind immer wieder mal Momente passiert, wo du so ein bisschen ins Schwanken gekommen bist, wo du gesagt hast, Und dann hast du es wieder weggedrückt und hast gesagt, ach, na ja, da wo ich bin, ist ja in Ordnung, ist ja alles gut, wie es ist, da brauche ich nichts weiter. Ist ja in Ordnung. Aber gleichzeitig lässt sich dieser Gedankengang auch nicht los. Wir haben ja schon wieder das Rad des Schicksals zweimal in einer Legung. Ja, also dass man das einfach nicht mehr wegdrücken und nicht mehr wegignorieren kann und vielleicht schon eine ganze Weile. Und jetzt kommt hier halt eben auch die Bestätigung, diese Aufbruchsstimmung ist da, auf zu neuen Ufern, auf zu neuen Gelegenheiten, vielleicht auch auf zu einem neuen Kreis von Menschen. Also vielleicht geht es auch wirklich um Aufzug, Jobveränderung. Hier habe ich sie nochmal. Auch mehr Leichtigkeit, das Leben noch mehr genießen. Also vielleicht bist du auch so ein bisschen sehr verfangen oder verfahren. Zweimal die gleiche Karte, hallo. In dem, wo du gerade bist, in deinen Routinen, hängst du so ein bisschen fest, vielleicht auch in deinem Denken. Ja, das haben wir immer so gemacht, also können wir das ja auch weiter so machen. Never change a winning team, never change a winning plan. Aber irgendwie, guck mal, wo auch der einstige Spaß, den du mal hattest, nicht mehr ganz so freudvoll ist oder wo du dir zu wenig Zeit dafür nimmst, weil du einfach mit anderen Dingen, mit anderen Routinen beschäftigt bist. Jetzt erklär mir doch nochmal die drei der Kelche. Was soll denn das? Guck mal auch, wo du vielleicht aus einem bestehenden Kreis rausgewachsen bist und dir zu wenig Zeit nimmst, um in einen neuen Kreis reinzukommen. Das könnte auch nochmal ein Hinweis sein, ja, dass dich alte Gespräche mit alten Leuten, alte Gewohnheiten, alte Routinen, das alte Hobby, die alten, ja, Tagesabläufe, wie auch immer, langsam langweilen. Wo du sagst, es ist toll, ich kann da gar nichts gegen sagen, aber so richtig den Kick, die Freude. Das Neue, die Inspiration bringt es mir auch nicht, weil innerlich bist du sehr bereit für einen Neustart. Neustart. Womit hat denn der zu tun, dieser Neustart?
Es sieht schon so aus. Also ja, ein neuer Kreis, neue Menschen, vielleicht auch eine neue Liebe, die in dein Leben kommen darf. Kann auch ja eine arbeitsmäßige Veränderung sein, kann auch ja wirklich ein Umzug sein, dass man ne, was Altes hinter sich lässt. Nicht, weil das Alte doof ist, sondern weil es halt einfach nicht mehr ganz so stimmig ist. Und ich habe fast das Gefühl, du mauerst dir deinen Kalender zu mit den alten Routinen und da ist dann zu wenig Platz, um das Neue einzuladen. Also der Hinweis hier wäre, schaff dir Platz in deinem Kalender. Also sagen wir mal, du willst jetzt eine neue Person in dein Leben einladen, du willst jemanden kennenlernen, du willst dich verlieben oder einem neuen Hobby nachgehen oder einem neuen, weiß ich nicht, Nebenjob oder so nachgehen, ja, dich nebenbei selbstständig machen oder. Dann solltest du ins Gespräch gehen mit den Menschen, mit denen du jetzt in Kontakt stehst, mit den Menschen mit oder Hobbys oder ja, Verbindlichkeiten, mit denen du zu tun hast, um zu sagen, hört mal zu, ich habe jetzt vor, mich zu verlieben, ich habe jetzt vor, weiß ich nicht, mich mit Thema XY und Z zu beschäftigen. Und das hat für mich gerade Priorität. Also bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich mich gerade in nächster Zeit weniger melde, weniger Zeit auf euch verwende, weil das ist mir wichtig, da jetzt mal hinzuschauen. Und da scheinst du irgendwie so eine Hemmschwelle zu haben, da für dich einzustehen und nimmst dich da so ein bisschen zurück und der Hinweis wäre, nee, statt zuzumachen, mach auf, öffne dich auf allen Kanälen, auf allen Ebenen, damit dieses Neue auch in dein Leben einziehen kann. Aber eben vorher Platz schaffen, damit es auch Platz hat. Und nicht so nach dem Motto, naja, wenn ich dann erstmal jemand Neues kennenlerne, dann kann ich ja schauen, dass ich meinen Kalender frei mache. Nee, der muss vorher schon frei sein. Ja? Die Dinge anders betrachten, anders angehen, anders in einer anderen Klarheit strukturieren, anders machen, als du sie bisher gemacht hast. Ja? In einer anderen Bewusstheit, in einem anderen Plan. Neu angehen. Nicht wenn dann, sondern vorher schon bereit sein. Ja, also wenn du umziehen willst, dann nicht alles vorsortieren, guck gleich nach der neuen Wohnung, ja, und der Rest fügt sich dann. Also mach's mal anders als bisher, änder mal die Reihenfolge, könnte hier auch ein Rat für dich sein. Sehen wir mal noch was zu der nach der Kelche. Ja. Passt natürlich jetzt auch zur Neumondenergie in Krebs. Neue Fundamente schaffen. Nicht, weil das Alte doof ist, aber weil es halt einfach nicht mehr passt. Du bist da rausgewachsen, ist langweilig geworden. Es könnte auch noch genauso weitergehen. Jetzt sagen wir mal, also ich habe schon das Gefühl, für die einen könnte das ein Liebesreading sein, gerade wenn du Single bist, zu sagen, ja, ist ja okay, so wie es ist, aber nee, irgendwie lässt sich ja doch nicht los. Der Gedanke an eine feste Partnerschaft könnte aber auch genauso gut beruflich sein, dass du da nicht weiterkommst, wo du gerade bist. Es ist alles in Ordnung, das Geld stimmt, die Leute stimmen, es ist alles okay. Und gleichzeitig bist du einfach da rausgewachsen. Es ist okay, du weißt da, was du tust, du bist Experte auf deinem Gebiet, aber es langweilt dich auch, da ist nichts mehr zu holen. Und du merkst halt, dass dieser Turm anfängt zu bröckeln, weil es dir nicht mehr die Freude macht, die es mal gemacht hat. Die Anzeichen dafür sind schon eine Weile da. Und jetzt geht es darum, Nägel mit Köpfen zu machen und mal zu schauen, wie die Veränderung ausschauen kann. Kannst du in den Rahmenbedingungen, in denen du bist, was anpassen? Ich vermute eher nicht, sondern es geht darum, grundlegend, was ja hier auch der Rat für die Zukunft ist, grundlegend was anzupassen und zu ändern, dass du wirklich in eine ganz neue Situation, in eine ganz neue Lebensposition reinkommen kannst. So. Wenn wir hier schon so viele Zeichen gekriegt haben, was für ein Zeichen haben wir denn für den Steinbock? Für ein Zeichen haben wir denn für den Steinbock? Hier hast du den Schlüssel der Möglichkeiten in deiner Hand. Öffne die Türen, die jetzt geöffnet werden wollen, wo immer diese Tür auch hinführt. Passt jetzt natürlich auch schon wieder zum Thema Umzug irgendwie. Ich weiß nicht. Schreib mal in die Kommentare, ob du damit liebäugelst, dir eine neue Wohnung zu suchen oder so. Oder was du gerade, womit du gerade liebäugelst, was jetzt neu nochmal angegangen werden darf in deinem Leben. Aber jetzt ist wirklich, wirklich, wirklich die Tür offen für neue Möglichkeiten, für mehr Farbe, für mehr Freude, für, ja, für einen Neustart in deinem Leben. Wirklich für einen freudvollen Neustart, der wieder Abenteuergeist und auch so ein Gefühl von Angekommensein dir bringen kann. Welchen Engel haben wir denn für den Steinbock? Welcher Engel begleitet den Steinbock durch diesen Sommer?
Da, einen haben wir. Vertraue dem Universum. Das schickt dir die Zeichen nicht ohne Grund und vertraue auch darauf, dass wenn du das Signal ordentlich setzt, also den Schlüssel schon mal in der Hand hast, dann wird das Universum dir auch das passende Schloss für deinen Schlüssel liefern. Also auch hier nochmal, geh die Dinge anders an als bisher. Nicht, ich habe erst den neuen Job und such mir dann die Wohnung in der neuen Stadt, sondern such dir die Stadt aus, in die du ziehen willst und bemühe dich dann um den Job. Jetzt einfach mal, um das Beispiel zu bringen. Ja, nicht, wenn ich eine neue Partnerschaft habe, dann mache ich Platz in meinem Kalender, dann sortiere ich aus. Nein, mach jetzt schon Platz, damit die Person dann gleich reinkriechen kann. Sozusagen. Du weißt, wie ich meine. So. Abschließende Botschaft, lieber Steinbock. Abschließende Botschaft. Was haben wir hier? Die schwierigen Beziehungen in meinem Leben sind der perfekte Spiegel für mich, um mir ein bisschen genauer mein eigenes Verhalten anzuschauen. Aua, was spiegelt mir die Situation? Was spiegelt mir die Person, die mich gerade so ein bisschen triggert, so ein bisschen piekst, der ich XYZ vorwerfe? Kann mir ja nur auffallen, weil ich es selber in mir angelegt habe. Also was genau zeigt mir mein Gegenüber? Da kannst du nochmal hinschauen, lieber Steinbock. Das ist dein Kartenreading für den Sommer 2023. Ich sage danke fürs Einschalten. Ich sage auch danke, wenn du mich unterstützt, indem du hier auf Gefällt mir klickst, indem du meinen Kanal abonnierst, wenn du es nicht schon getan haben solltest. Das sind Möglichkeiten, wie du Danke sagen kannst hier für meine Arbeit. Du kannst mir natürlich auch gerne eine Spende da lassen. Den Link findest du unten in der Infobox. Auch eben, wie gesagt, der Link zu einem persönlichen Kartenreading, wenn du das möchtest, oder zu meiner Energievorschau oder. Es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, wie du mich hier finden kannst. Alles hier unten drunter. Und dann, ja, wünsche ich dir einen tollen Sommer, lieber Steinbock. Und lass die Ideen fließen. Alles Liebe, deine Denise.